Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 23. FIFA 24, nein. Das heißt ja nicht mehr FIFA 24, sondern EA Sports 24. Heute spielen wir mal aber FIFA 23. Hier steht auch PSG, bietet mir anscheinend irgendwie Geld. Aber ich bleibe erstmal bei den Bayern. Denn ich will erstmal mich so ein bisschen hochpushen. Ich habe außerdem im Offscreen tatsächlich ein bisschen weitergespielt. Ja, irgendwie kann ich nicht warten. Also, das Game macht einfach Bock. So, ich habe bei Schießen hier einmal ein paar mehr Skills reingepackt, damit die Tore natürlich fließen. So, drücken wir hier mal B und gehen jetzt auf Zentral. Ich weiß auch nicht, also hier steht einfach, dass ich auf der Dingsbums-Liste bin. Angebote anzeigen. Hier gibt's PSG, der bietet mir 35.000 pro Woche. Boah, 35.000 ist schon schmackhaft. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier kriege. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal die Partie gegen den Mönchengladbach. Geil, geil, geil. Ich weiß gar nicht, haben die... Die haben doch irgendwie verkackt, glaube ich, ne? In die Startelf. Was kann der Senkrechtstarter heute bringen? Wir zeigen es Ihnen. Bleiben Sie dran. Ja, ja. Ich bin der Pro hier drin. Könnte sein, dass die Qualität natürlich mal wieder ein bisschen kacke wird. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind aber heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute übertragen mal gucken, wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die nein! Stimmt. Die Stimmung ist Eibenkleist. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. So, rennen. Da hat er die Chance. Nein! Bruder, das war ein Zentimeter an diesem Tor vorbei. Menschen. Also, mal ehrlich. Hier, pass zu mir. Ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Könnte die Führung werden. Den hält er, aber ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Jetzt können Sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Wie soll man denn da reinschießen? Bruder, das war so ein geiles Tor. Also wäre ein geiles Tor, wenn es reingegangen wäre. Aber ich habe den Kopfball getroffen. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Julian Weigel steht mit Christoph Kramer im Zentrum. Und vorne werden sie es mit einem Stürmer versuchen. Der so, jetzt aber. Auch aus dem Mittelfeld Mann! Oh. Es gab im Vorfeld dieses Spiels Diskussionen um ihn. Premiere für ihn in der Startelf, Buschi, und alle sagen eigentlich, der ist bereit. Der hat das Potenzial, hier durchzustarten. Ja, und alle sind gespannt. Ist ein Riesentalent. Wenn er es denn auch auf den Rasen bringen kann, dann steht ihm eine tolle Karriere bevor. Aber natürlich. Sie stehen sehr hoch und genau das zeigt. Die haben nämlich gerade über mich geredet. Macht er das Tor? Das kann doch wohl nicht wahr sein, jetzt mal ehrlich. Ich habe so viele Chancen und treffe einfach nichts durch. Ja, schön, müssen wir machen. Halt die. Halt das Mundwerk. Nein. Hier, schieß zu mir. Nochmal. Bam, Junge, und da ist das Tor. Am. Schön ins Tor reingehämmert. Geil, geil, geil. 20. Minute kann man mal ein Tor machen. Oder was macht der da? Oder? Zur Hölle. Aua, das war ein Foul. Er hat mich einfach umgenietet. Sich in den letzten Jahren ja wieder in der Spitzengruppe der Bundesliga etabliert, ne? Das stimmt, die Verantwortlichen bei den Fohlen arbeiten gut und haben hier über Jahre eine tolle Mannschaft geformt. Kein Wunder, dass die Borussia Dauergast im europäischen Wettbewerb ist. Ich
Oder da steht doch ihm niemand. Niemand. Schieß hier hin. Hier hin. Hier hin. Meine Fresse. Oder ich kann halt einfach nicht schießen, ne? Das, der will nicht, dass ich schieße. Jetzt schießt doch zu mir. Oder was machen die da? Ja, macht ein behindertes Tor und heul. Bam. Nein. So, und jetzt renn du, Manneken hier. Die Chance? Ich kenne nur die Chance und nicht die Chance. Ja gut. Schön geklärt. Nein. Ey, wie kommt der denn da an den Ball? Ja, stör ihn. Stör ihn. Junge, was macht der da? Der tänzelt einfach hinter ihm hinterher. Kann er bei der Frau machen, aber nicht hier. Schöner nicht bei dem Fußball. Oder Junge, das war wirklich knapp. Bis zu mir. Ballverlust Bayern München. Kann man nur so schlecht sein? Es gibt Freistoß für Gladbach. Jetzt haben die sogar noch Freistoß. Für was? Für nix oder was? Oder lauft er nicht vor dem Ball weg? Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Chance für den Konter jetzt. Nachspielzeit eine Minute. Hart aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Ah, ich bin gerade ein bisschen ruhig, weil ich konzentriert sein muss. Johannes. Das war's für den ersten Spielabschnitt. Wir freuen uns. Ja, jetzt kommt die zweite. Mal gucken, wie die wird. Ah, ich bin auf jeden Fall schon mal in Grün. Bayern München geht mit einem Tor Vorsprung in die zweite Spielhälfte. Der Ball rollt in diesem Moment wieder. Ja. Was? Klasse durchgesetzt. Er zieht ab. Und Tor. Die Torgefahr in Person. Da zeigt er sich. Einfach ein zweites Tor direkt. Joa, ich werde immer gefeiert, ne? 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Scheiße, was war denn das? 19 Tore in 4 Partien, da muss man erstmal können, ne? Ball erstmal weg. Oder? Sergio Canales. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Die Riesenchance. Oh, das war ein geiles Tor. In the egg. Oh, Hypermotor war das sogar. Da macht er sein drittes Tor. Bam. Diese Melodie, ne? Muss noch nicht das Ende sein. Weiter geht's. Ah ja, doch. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Er kann es machen. Boah, ich hätte den Ball noch reinballern können, aber dann wäre es in sein Gesicht geflogen. Renn. So langsam wird's gefährlich. Da hat er die Chance. Ja, okay, diesmal hat er den tatsächlich geborgen. Eine Parade. Das ist dieses Auge, dieses klasse Timing, das ihn so stark macht. Und jetzt der Wechsel, es trifft Thomas Müller. Erneut Ecke. Macht er ihn! Boah! Es gibt einen weiteren Eckstoß. Aua! Ja, ich habe ihn gefoult, aber das war nicht mit Absicht. Gegen den geflogen, was soll denn das? Die Meldung
geistert schon länger durch die Medien. Paris Saint-Germain ist wohl an einem möglichen Neuzugang dran. Ey, bei mir auch. Er hat auch ein Angebot von PSG erhalten, wie ich. Nichts, da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Am. Das ist stark. Vier Tore sind sie nun vorne. Oder ja, vier Tore gemacht. Machen die anderen, die laufen einfach nur dumm hinterher und tanzen hinter den Leuten. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine auf jeden Fall. Komm, greif an. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Er ist angeschlagen. Goretzka. Ich bin nicht an. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Er kann köpf den noch rein. Weiter im Spiel. Ja! Tor, was war das? Das muss ich mir in der Zeitlupe ansehen, Bruder. Was war das? Ich hab den irgendwie noch reingehämmert. Zack, zack, zack. Und dann ist er so an dem Torwart hängen geblieben und ich hab den noch reingeballert. Wow. Das war interessant. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht's mittlerweile 5-0. Was macht er draus? Tolle Parade, aber Gefahr ist noch nicht so weit. Abwehr kann erstmal. Mitspieler wollen ihnen helfen. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Das haben wir schon häufiger gesehen heute. Er blockt die Schüsse ab und kann so seinem Keeper enorm helfen. Gut den Ball abgefangen. Oh. Kann man nur so schlecht sein. Sieg wird es hier werden. 6-0 der aktuelle Stand, aber mit wem bekommen sie es als Sechstes zu tun? Der nächste Gegner von Bayern München heißt FC Barcelona. Heute haben sie absolut überzeugt. Ja, ja, so wie die letzten Tage. Chiesa. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Ja, was soll ich denn machen, wenn ich keine Ausdauer mehr hab? Hab nur so ein Futzel Ausdauer. Das seht ihr da unten rechts. Ah, ist zu Ende. Geil. Wir haben natürlich mal wieder gewonnen. Ja, ja. Hab ich eine 10? Eine 9,9. Bruder, ich habe 6 Tore gemacht. Was für 9,9, Alter. Gib den gleich 9,9. In sein Ohr. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Genau so will ich das sehen. Super. Okay. Gut, gut. Bruder, ich bin einfach 2 Meter hoch. Und jetzt will jemand da drüben mit dir sprechen. Oha. Bruder, ich... 2 Meter.
Ah ja. Batz. Wow. Ich glaube, es beginnt etwas. Das nennt sich die UEFA Champions League. Das wird einfach genau dann gezeigt, wenn ich sagen wollte. Die UEFA Champions League ist da das erste Spiel im Spieler des Monats. Das bin ich auch schon letzten Monat gewesen. Haha. Ja, okay, das war ein bisschen cringe, aber okay. Ja, so. Gegen FC Barcelona. Was? Ich will mal kurz was gucken. Haben wir hier irgendwo die den Kalender, genau. Hier das blaue. Okay, hier spielen wir gegen Barca. Pilzen? Der Pilz. Ich spiele gegen einen Pilz. Inter. Inter Mailand? Dann hier wieder gegen FC Barca. Und wieder Pilzen. Ah, und dann war's das, oder was? Egal. Training. Brauche ich eigentlich nie machen. Zurück. Alles simulieren. Da. Ich kann irgendwie das Training nicht spielen, sonst würde ich es spielen, aber geht nicht. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch mein Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.